Hallo Leute, hier ist wieder der Tywald. Heute mit dabei ist wieder meine Frau. Hallöchen zusammen. Und wir haben wieder ein wunderbares Produkt aus der Pokémon-Welt. Das Produkt ist mittlerweile schon ein bisschen älter, aber wir haben uns das jetzt geholt. Es ist der, wie heißt der überhaupt? Die Schatzkiste. Nennt man eine Schatzkiste? Auf jeden Fall ist es der Koffer aus Schimmernde Legenden mit dem Pikachu und dem Mew vorne drauf. Eine Pokémon-Schatzkiste, eine Fundgrube voller Pokémon-Schätze. Diese robuste Metallkiste enthält mehr als ein Dutzend toller Pokémon-Leckerbissen, von denen einige nirgendwo anders zu finden sind. Ja. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein. Ich selbst habe natürlich schon ein paar Videos dazu gesehen, wie sowas geöffnet wurde, deswegen weiß ich, was mich grob erwartet, aber ich stelle trotzdem nochmal alles schön vor. Hier kann man ihn wunderbar, also man hat hier so einen wunderbaren Koffer, wie es mein Koffer halt ist, so ein Henkel, wo man ihn so tragen kann. Hinten drauf haben wir noch die Artworks von dem schimmernden Genesect, dem schimmernden Rayquaza und das Mewtwo, wie man es halt auf den Karten von Schimmernde Legenden so sieht. Hier an der Seite ist nochmal ein Mew, an der anderen Seite wahrscheinlich ein Pikachu, ja, da ist es. Und hier hinten hat man nochmal die ganzen Energietypen, die es so, nicht Energietypen, die ganzen Typen, die es gibt, weil Drache gibt es ja nicht als Energie. Und dazu auch noch, man sieht es hier, die ganzen legendären Pokémon. Da ist ein Reshiram, Arceus, Entei, Genesect, Yveltal. Die ganzen legendären Pokémon halt. Ziemlich cool. Ja. Und jetzt kommen wir mal zum Inhalt. Den kann man ja auch schön öffnen mit diesem Verschluss. Wirkt relativ hochwertig das Ganze. Oben drauf haben wir jetzt erstmal so ein Deck. Da haben wir schon mal die ersten interessanten Sachen, und zwar eine Münze und drei Karten. Ich denke, wir holen es erstmal raus. Ja, das darf meine Frau machen. Die hat da eher die Finger für. Währenddessen kommen wir schon mal zum zweiten Deck. Und dort sind Booster, die gerade alle runterfallen. Und zwar fünf. Ich sehe, man hätte auch sechs reinmachen können. Eigentlich. Vom Platz her. Fünf Booster, schimmernde Legenden. Wer hätte gedacht, dass wir davon noch welche aufmachen? Ich nicht, aber ich habe auch schon letztes Mal gesagt, das sind die letzten, aber hier sind noch mal welche. Dann haben wir hier Stifte. Auf den Stiften, ich guck mal, was man sieht. Da ist ein Genesect drauf, ein Mewtwo und oben wahrscheinlich dann wieder das Rayquaza. Genau, das ist diese Optik, die wir gerade auch hatten. Dann haben wir hier ein Foto mit einem Pikachu und einem Mew, so eine Art kleines Poster könnte man vielleicht sagen. Dann haben wir da noch eins von. Das war nicht aus der Hülle drin gerade. Mit Mewtwo, dem schimmernden Jetzt Genesect hast du es ja und voll verdienst. Rayquaza. Ja. Und du schmeißt die Münze weg. Du hast der ist an dir gelegen. Nächste. Ja. Nächste Etage ist dann der Block mit. Das ist ein ganz normaler Block, der halt so ein bisschen verziert ist mit Schimmernde Legenden-mäßig. Moment, ich tue den Koffer weg, dann sieht man es besser. So, dann sieht man jetzt den Block in voller Pracht. Das ist so ein schöner Notizblock mit so ein bisschen Pokémon-Verzierung dran. Ziemlich süß eigentlich. Und dann haben wir noch so einen kleinen Sammelordner. Da passen jetzt nicht mega viele Karten rein. Aber wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir, es ist Sonntag, ihr fahrt nach Düsseldorf oder Dortmund oder wo ihr noch immer auf eine Liga-Challenge und wollt ein paar Tauschkarten mitnehmen, dann habt ihr hier einen Ordner, wo ihr eins, ja, so 10 bis 20, denke ich, Karten reinordnen könnt und habt ihn dabei. Hinten wieder die drei Pokémon, die immer hier am Start sind: Mewtwo, Rayquaza und Genesect, und vorne das Pikachu und das Mew. Das zieht sich so ein bisschen durch. Hier hinten auch wunderbar die ganzen Pokémon-Typen wieder. Fühlt sich jetzt nicht so mega hochwertig an, das Ganze, aber kann man mal machen, denke ich. So, dann kommen wir jetzt Das sind auch. Aufkleber. Das sind Aufkleber. Das sind Sticker. Tatsache, es sind auch Sticker. Es sind Aufkleber, Leute. Ist es kein Poster, es sind Aufkleber. Die werde ich mir bestimmt irgendwo hinkleben. Die Stirn. Auf die Stirn, genau. So, und da haben wir hier drei Promokarten. Auf die wollen wir mal zuerst eingehen. Wir haben hier ein Latios. Ich weiß gar nicht, ob es einfach bloß ein Reprint ist von dem aus Schimmernde Legenden. Ein Latias mit Begleitflug.
Wobei, es ist eine Promokarte, also wird es nicht das gleiche sein wahrscheinlich. Und Nebelsturm. Das gibt's auch, glaube ich, so nicht sonst. Dann haben wir hier noch ein Pikachu in Holo, sieht auch ziemlich süß aus. Also auf jeden Fall drei Promokarten, die wir noch nicht hatten. Deswegen auf jeden Fall ein Kauf wert, die Box für uns. Das letzte Gimmick, was wir nicht hatten in diesem wunderbaren Koffer, ist diese Münze mit einem wunderbar süßen Mew und Chibi Optik. Richtig cool. Ja. Und dann natürlich das, weswegen wir hier sind. 5 Booster Schimmernde Legenden. Kurz vorher nochmal, was fehlt uns noch in dem Set, damit nochmal alle auf dem neuesten Stand sind. Rainbow Zoroark GX, Rainbow Mewtwo GX, Secret Rare Mewtwo und Mewtwo Full Art. 5 Booster, wenn in jeder Karte eine von den, in jedem Booster eine Karte, die uns fehlt, drin ist, bin ich zufrieden. Wenn nur eine drin ist, wäre schon toll. Aber mal schauen. Die sind für dich, die sind für mich. 3 Booster kriege ich, 2 Booster meine Frau. Das erste, was wir haben, ist ein schimmerndes Genesekt. Oben. Ne? Ich habe echt lange keine schimmernden Legenden mehr aufgemacht. Ich bin mal echt gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Man könnte schon fast sagen, ich weiß gar nicht mehr, was hier so drin war. Das Besondere war ja, in jedem Booster schimmernde Legenden ist eine Holo drin. Und wir beginnen mit einer Energie vom Typus Fee. Dann haben wir die gute Lilly, ein Ramot, Golgantis, Flunschlick, das wunderbare Kanimani in dem Wasserfall, ich kann es nur mal wieder sagen, ein Flamiau, Felilu in der Stadt, Voltoval, Reverse Holo Doppel-Farblos Energie, das ist ganz cool, nimmt man gerne mit für Spiele, also für Spiele oder so. Und die Rare ist ein Keldeo in Holo. Somit kein wirklicher Hit. Weiter geht's mit meiner Frau. Ich habe einen Booster mit Mew. Mew, ne? Mew. Ja. Vier? Ja. So, da habe ich eine Elektroenergie. Energie zu gewinnen. Leoparda. Ramot. Quirtle. Bisaknosp. Baldorfisch. Knilz. Flamiau. Ein Mitsunder. Als Reverse. Als Reverse. Und ein Kaiku. Kaiku. Oh. Boah. Es ist spät. Ist zu warm. Und zu warm. Und Raikou in Holo. Holo. Achso, das war das Normale, ne? Genau. Was immer ist. Okay. Holo ist bei dem Set immer. Uff. Bist du verrückt, Katze? Das ist doch. Ist so selten. Müssen wir kurz die Hintergrund hier herstellen. Der war dir, ne? Ja. Ja. Hier, nimm die. So, weiter geht's mit einem Rayquaza Booster. Rayquaza, ein schimmerndes. Dari. Komm mit. So, ihr seht schon, den Code verstecke ich nicht. Der ist für euch. Ein Booster, schimmernde Legenden. Viel Spaß damit. Seite. 4 Karten nach vorne und wir beginnen mit einer Elektroenergie oder Donner oder Blitz, wie man will. Superball, Irokeks, der Energie zu gewinnen, ein Barmelin, noch ein Kanimani, Quirtle, Pikachu, Rossana, Reverse Holo Karpilz, sehr cool. Und die Rare ist ein Raichu GX. Das ist ein Hit, das ist cool. Das ist cool. Mächtiger Funke. 20 plus, diese Attacke fügt 20 Schadenspunkte mehr mal der Anzahl der an deine Pokémon angelegten Elektroenergien zu. Das ist eine ziemlich mächtige Attacke, wenn man sie richtig einsetzt. Gerade zusammen mit einem
Magneson im Deck finde ich das ziemlich cool. Spiele ich im Moment auch so ein bisschen. Donner und Voltschweif GX. Weiter geht's mit dem nächsten Booster von meiner Frau. Ein schimmerndes Genesekt. Unlicht? Ja. Unlicht oder Finsternis. Wenn du fliehst, Hyperball, Schadenstransporter, Karpilz, Retter, Golbit, Voltoball, Tyrakrok, ein Minun, Rivers-Volo. Und als letztes ein schimmerndes Volcanion. Das ist auf jeden Fall auch ein Hit, Leute. Schimmerndes Volcanion. Die schimmernden Karten sind ja sehr, sehr beliebt. Einfach weil die mega schön sind. Die haben den Holo-Effekt hier auf dem Pokémon. Richtig cool. Und das ist auch dieser Holo-Effekt, der auf Full-Art-Karten ist. So ein bisschen geriffelt. Richtig cool. Willst du euch ein bisschen mehr leer machen? Richtig cool. Also bis jetzt die Box ziemlich gut. Wenn jetzt noch irgendwas richtig Cooles kommen würde, wäre es sehr schön. Letzter Booster ist der Mewtwo Booster. Den habe ich verwahrt, weil wir uns noch so viele Mewtwos fehlen. Vielleicht ist eins drin. Hier ist noch für euch ein Code Schimmernde Legenden. Viel Erfolg damit. Ja, das geht jetzt nicht. Weiter geht's mit einer Feenenergie. Schadenstransporter, Lilly, Ramot, Quirtle, Bisaknosp, Baldorfisch, Knilz, Flamiau, Hyperball als Reverse und ein Yveltal in Holo. Ja, damit haben wir auch unsere 5 Booster geöffnet. Hyperball in Reverse ist eigentlich ziemlich cool. Ist eine gut spielbare Trainerkarte, die man gerne mal mitnehmen kann. Und als Reverse sind Trainerkarten ja eigentlich immer ganz gern gesehen. Dann holen wir mal unsere Hits nach vorne. Kurz sortieren. So. Da haben wir dieses Raikou, Keldeo Holo, Doppelfarblos Energie, Yveltal Holo, Schimmerndes Volcanion, richtig cool. Und ein Raichu GX. Ich würde sagen, das Schimmernde Volcanion wäre sogar eigentlich noch besser als Raichu GX. Die Schimmernden sind noch ein bisschen seltener, finde ich. Raichu GX ist ja eh so ein Pokémon, was relativ oft gezogen wurde. Haben wir das denn schon? Ja, wir haben alle schon von denen. Ach so. Leider ja, aber vielleicht kriegen wir noch mal die fehlenden in den Tausch, dass wir auch da das Set komplettieren können. Mal schauen. Ja, ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Ihr habt euch hoffentlich mal wieder zurück in die Zeit von Schimmernden Legenden erinnert gefühlt, die noch gar nicht so lange her ist, aber in der letzten Zeit wird natürlich davon immer weniger geöffnet auf den YouTube-Videos. Deswegen hier nochmal so ein kleines Throwback. Um ein halbes Jahr zurück quasi. Ja, wie immer gilt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Kommentieren könnt ihr auch gerne, wenn ihr wollt, auch natürlich auch konstruktive Kritik oder auch irgendwas anderes Schönes. Da seid ihr frei. Ihr könnt den Kanal natürlich auch gerne kostenlos abonnieren und dann immer auf dem Neuesten bleiben. Das würde mich freuen. In dem Sinne würde ich sagen, euch allen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Der Tywald. Tschüss. Bis bald. Ciao.